Zu einem Kurztrip nach Amsterdam fuhren jahrzehntelang vor allem Männer, die sich für leichte Mädchen, Peepshows und Haschischwaden interessierten. Diese Art von Touristen will die Stadt aber nun genauso schnell loswerden wie das Schmuddel-Image. Seit Mitte Dezember dürfen keine Ausländer mehr in die Coffeeshops und in den Schaufenstern des einschlägigen Stadtteils stehen immer mehr Puppen, die meist mehr anhaben als Spitzentankers und Rüschen-BHs. Viele der Fensterbordelle müssen Modeateliers weichen. Und damit der neue, betuchte Amsterdam-Tourist nicht ganz auf den Flair von Moulin Rouge verzichten muss, gibt's die Shopping-Tour mit musikalischer Untermalung. Über das erste Rotlichtradio der Niederlande, Demian von Osten. Hier ist rot die Farbe der Nacht. Amsterdams Rotlichtviertel De Wallen. Es ist weltbekannt. Wer hinter einer dieser Türen verschwindet, will meist nur das eine. Doch bei diesem Eingang ist das anders. Willkommen also nicht im erotischen Paradies, sondern in einem einfachen Radiostudio. Red Light Radio, Rotlichtradio, so heißt der kleine Internetradiosender, der im Dezember in einem ehemaligen Prostituiertenzimmer aufgemacht hat. Der DJ ist angezogen und nicht auf Sex aus. Weil aber in der Nachbarschaft überwiegend Prostituierte und Sexkinos angesiedelt sind, zieht das Red Light Radio viele neugierige Blicke an. Die Leute gucken, weil sie eine junge Frau erwarten. Und dann sind sie natürlich überrascht. Sie kommen näher und sehen, dass wir Schallplatten spielen und denken sich, ja, das ist cool. Und er hatte die Idee dazu. Hugo van Heiningen, der Gründer des Radios. Er ist selber Musiker. Ein Internetradio im Amsterdamer Rotlichtviertel einzurichten, für ihn ein Traum. Es gab leerstehende Gebäude ohne Prostituierte und da habe ich gesagt, ich mache hier was Cooles. Und egal, ob die Nachbarn das mögen oder nicht, es ist besser als ein leerer Raum. Das neue Radio passt ganz ins Konzept der Stadt Amsterdam. Sie versucht, das Image des Viertels zu verbessern und hat deswegen vor 2 Jahren einige Häuser im Rotlichtviertel aufgekauft und vor allem jungen Modemachern Schaufenster kostenlos zur Verfügung gestellt. Kleider mit viel Liebe von Jungdesignern genäht und im Viertel der Liebe ausgestellt. Nicht alle im Amsterdamer Rotlichtviertel finden diese Entwicklungen gut. Dabei geht's wie immer ums Geld. Denn die etablierten Geschäftsleute aus dem Rotlichtsektor fürchten um ihre Kunden. Und das sind vor allem Touristen. Ja, es sind ein heleboel Touristen, die kommen. Ganz viele Touristen fragen, was soll das hier mit diesen Schaufenstern und den Tüchern, die davor hängen? Die verstehen gar nicht, dass das Mode sein soll. Mode gehört in die Geschäftsstraßen, finde ich, nicht hierher. Zu uns kommen die Touristen für andere Sachen. Die kommen für andere Dinge hier. Ganz so leicht hat es Radiomacher Hugo also nicht mit seinen Nachbarn. Trotzdem ist er überzeugt, dass das Red Light Radio perfekt in das Viertel passt. Zumindest farblich stimmt das ja auch. Denn Rot als Farbe wird aus dem Amsterdamer Viertel De Wallen wohl nie verschwinden.